In keinem Jahr zuvor hatte ich so viele Gaming-Mäuse in Test und Benutzung wie in diesem. Verschiedenste Hersteller, ergonomisch, nicht ergonomisch, super leicht, nicht ganz so leicht, alles war dabei. Und jetzt habe ich mit der neuen Razer Basilisk V3 Pro wohl deren Meister gefunden. Ein freilaufendes Mausrad. Geil. Eine Verarbeitung, die ihresgleichen sucht. Eine RGB-Beleuchtung, die endlich mal Sinn macht bei Mäusen, weil wir haben endlich mal was davon, wir können was sehen. Das haben sie sehr, sehr klug gemacht. Ich komme später dazu. Ich kann sagen, das ist ein gutes Gesamtpaket. Ich stelle sie euch in diesem Video vor. Viel Spaß. Dass wir hier eine wirkliche High-End-Gaming-Maus vor uns haben, merkt man, muss ich sagen, sofort beim ersten Mal in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, ob es noch viel hochwertiger geht. In Schwarz und mittlerweile auch in Weiß erhältlich. Ergonomisch geformt steht sie wohl in direkter Konkurrenz mit der wohl beliebtesten Gaming-Maus aller Zeiten, der G502 von Logitech, die ich hier für euch schon mal getestet habe. Warum aber habe ich mich denn für die Basilisk V3 Pro entschieden, anstatt denn bei der G502X zu bleiben, die ja anscheinend so beliebt ist? Naja, zuallererst wegen Razers eigenen Switches, die ich in der Viper V2 Pro lieben gelernt habe und danach alle anderen für mich dagegen irgendwie wabbelig wirken. Razer verbaut auch in der Basilisk V3 Pro ihre eigenen optischen Maus-Switches der dritten Generation. Mit nur 0,2 Millisekunden Auslösezeit sind es meines Wissens nach die schnellsten Maus-Switches von allen und bieten mit 90 Millionen Klicks eine lange Lebensdauer. Was mir aber besonders gefällt, ist das Klickgefühl. In keiner anderen Maus habe ich so stramme und solide Switches erlebt und das macht für mich hier in der Basilisk V3 Pro einen echten Unterschied. Und bleiben wir bei echten Unterschieden und kommen wir zu Razers Hyperscroll Mausrad. Razer verbaut mit ihrem Hyperscroll Mausrad ein freilaufendes Mausrad, welches zugegebenermaßen ja die G502 von Logitech eingeführt hat und auch patentiert hat, soweit ich weiß. Ja, ich weiß nicht, wie das lief. Nichtsdestotrotz macht es Razer dann direkt einen Tucken besser, aber ich fange mal vorne an. Das Mausrad hat zuerst einmal zwei direkte Modi. Zum einen den taktischen Modus, wo wir das Scrollen stufenweise und präzise durchführen können. Und mit der Betätigung des Umschaltknopfs, der sich unter dem Rad befindet, kommen wir zum Freilaufmodus. Man hört dabei ein leichtes Klicken und schon ist das Mausrad frei und wir können auch die längsten Dokumente in Rekordgeschwindigkeit durchscrollen. Soweit so gut und auch erstmal nichts Neues. Was das Ganze aber so besonders macht, ist die Einbindung in Razers Software Synapse. Das Mausrad ist nämlich quasi ein smartes Mausrad, wenn man so will. Und hier kommen wir zum Punkt, wo die Basilisk V3 Pro noch etwas innovativer ist als die G502. Wenn wir in Synapse den Smart Wheel Modus aktivieren, erkennt die Maus automatisch, wenn wir schneller scrollen und der Freilaufmodus also mehr Sinn macht und schaltet dann von sich aus um. Hierbei muss dann kein Knopf mehr gedrückt werden, um das Mausrad freizugeben. Das geht dann alles per Software. Auch erkennt die Maus, dass wenn wir noch mehr Speed brauchen beim Scrollen, etwa wenn wir mal wieder vor einem Game die Datenschutzrichtlinien annehmen müssen, kann die Maus das Scrollen noch virtuell beschleunigen. Also ich glaube, viel mehr kann ein Mausrad gar nicht können. Oder gibt's da doch noch was? Denn zusätzlich ist das Mausrad noch nach links und rechts schwenkbar, also quasi ein 4D-Mausrad, wenn man so möchte. Gerade beim Arbeiten in den Adobe-Programmen wie Photoshop bzw. Premiere Pro, also gerade das, sag ich mal, seitwärts zoomen bzw. scrollen, nutze ich damit ungemein, wenn ich mal ein Thumbnail bearbeite oder dergleichen, da kann ich das schön leicht justieren und ist für mich eigentlich nicht mehr wegzudenken. Auch in Sachen Sensor spielt die Basilisk V3 Pro ganz oben mit. Razer verbaut ihren optischen Pro-Sensor mit 30.000 DPI. Ja gut, schneller geht's da auch quasi nicht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt braucht oder jemals die Maus darauf einstellt, aber natürlich immer besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. Außerdem kommt der Sensor mit Zusatzfeatures, wie zum Beispiel dem asymmetrischen Cut-Off, bei dem wir in 26 Feinabstufungen dem Sensor genau den Auslösepunkt angeben können, den wir ja für angenehm halten. Gerade bei Low-Sense-Shootern ist das schon sehr nützlich. Dann dem Smart-Tracking der Oberfläche, bei dem der Sensor Unebenheiten der jeweiligen Fläche ausgleicht, auf der wir die Maus bewegen und wir somit immer eine konstante Entfernung zur Fläche einhalten. Und zu guter Letzt dem Motion Sync, eine Funktion, die die Maus mit den Signalen, die euer PC aussendet, um Daten auszulesen, synchronisiert. Die Maus passt sich also quasi perfekt eurem jeweiligen System an und der PC weiß immer ganz genau, was die Maus gerade macht. Zudem ist es einer der ganz wenigen Sensoren, die auch auf Glastischen funktionieren. Natürlich darf bei so einer Maus auch RGB
nicht fehlen und hier hat sich Razer echt Gedanken gemacht und für mich endlich mal so verbaut, dass sie auch Sinn macht. Ich fand es immer sehr schade, wie auch in meinem Video über die Rocket Cone Air gesagt, dass man die coole RGB-Beleuchtung, die wirklich fantastisch aussieht, bei einer Gaming-Maus immer mit der Hand verdeckt. Razer hat bei der Basilisk V3 Pro die Beleuchtung aber nun rundherum und unter der Maus verbaut, dass wir quasi jetzt eine Unterbodenbeleuchtung haben und somit trotz Nutzung auch was von der RGB-Beleuchtung sehen. Finde ich persönlich sehr geil und super gelöst. Zusätzlich ist Mausrad und Razer-Symbol an der Oberseite natürlich auch noch beleuchtet. Dabei lassen sich alle 13 Zonen der Maus mit Razers Chroma-Software einzeln ansteuern und konfigurieren. Oder aber man nutzt die mittlerweile über 200 Spiele umfassende dynamische Beleuchtung, die sich dem jeweiligen Spiel anpasst. Verbinden können wir uns wahlweise mit dem 2,4 GHz Dongle, Kabel oder auch Bluetooth. Yes, auch hier ist Bluetooth dabei, was mich immer besonders freut, da ich zusätzlich zum PC auch noch einen Laptop nutze und ich so die Maus immer einfach mal eben mitnehmen kann und drahtlos ohne Dongle verbinden kann. Die Polling Rate beträgt 1000 Hertz, aber Razer bietet auch hier die Möglichkeit, diese noch signifikant zu erhöhen und da komme ich jetzt zu Razers Mouse Dock Pro, welches zwar teuer, aber die perfekte Ergänzung zur Basilisk V3 Pro ist und die Kombination aus den beiden Produkten für mich die beste Lösung in Sachen Gaming-Mäusen in diesem Jahr ist. Nicht nur sieht das Teil schick aus und ist genau wie die Maus selbst mit Unterboden-RGB ausgestattet, bietet das Mouse Dock Pro gleich zwei große Vorteile. Zum einen können wir drahtlos laden, unsere Basilisk hat immer einen Platz und wir können, wenn wir mal eben aufstehen, einfach die Maus eben einhängen und uns geht eigentlich so nie der Saft aus. Dafür einfach an der Unterseite die Abdeckung herausnehmen und gegen den Wireless Charging Puck austauschen und fertig ist das Ganze. Zweiter Vorteil, das Mouse Dock hat Razers Hyperpolling Technologie automatisch mit an Bord, was die Maus auf eine echte latenzfreie Verbindung von 4000 Hertz bringt. Gut, ob ein Normalsterblicher den Unterschied merkt zwischen 1000 Hertz, was schon sehr sehr fix ist, und 4000, weiß ich nicht. Beeindruckend ist es allerdings trotzdem. Danach ist sie mit einer Abtastrate von 0,25 Millisekunden dann wohl die schnellste Wireless Gaming Maus auf dem Markt. So, dann kommen wir mal zu ein paar allgemeinen Dingen, die mir noch aufgefallen sind. Und da fange ich mal mit der Akkulaufzeit an, weil das ist ja auch immer so ein Thema bei Wireless Mäusen. Und gerade bei einer Maus, die so viel kann, mit so viel RGB, ja, ist ja Chemis quasi inklusive. Aber ich war sehr positiv überrascht, mit eingeschalteter RGB hat die Maus ca. 55 Stunden durchgehalten, was ich schon wirklich sehr beachtlich finde. Und von 100 auf 0 ohne RGB sogar 85 plus minus eine Stunde. Finde ich sehr beachtlich, kann sich, denke ich, keiner beschweren. Und wenn ihr dann noch die Deckungsstation dazu habt, dann geht euch eigentlich nie der Saft aus, weil, ja, wie gesagt, ne, immer wenn man eben aufsteht, mal eben sich was zu trinken holt oder was, dann könnt ihr die mal eben einhängen und ja, das lädt dann wirklich auch so schnell, dass ihr da eigentlich nie auf Null kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch vom Gewicht her, muss ich sagen, ist das absolut im Rahmen. Die Maus an sich wiegt 112 Gramm und wenn ihr den Wireless Puck, also von der Dockingstation, damit ihr das Wireless Charging nutzen könnt, wenn ihr den noch reinmacht, der wiegt ein bisschen mehr, kommt ihr so auf 116 Gramm, was ich immer noch absolut gut finde und in Ordnung finde. Ich komme jetzt von einer super leichten Maus, also von der Viper V2 Pro von Razer und ja, da merkt man natürlich kurz den Unterschied, aber ganz ehrlich, die ganzen Features, die man dabei hat, die ergonomische Form, das hat das Ganze schon ziemlich wieder wettgemacht und ja, ich finde, die hat ein gutes Gewicht, kann ich mich echt nicht beschweren. Okay, war jetzt ein Controller, dummes Beispiel, aber kommen wir mal zu Gaming Performance. Also von der Ergonomie, erstmal liegt die Basilisk V3 Pro wirklich super in der Hand. Also ist, glaube ich, ganz egal, was ihr für Hände habt. Ich habe recht kleine Hände, komme damit super klar. Hab die Maus mal anderen in die Hand gegeben, mit größeren bzw. noch etwas kleineren Händen und kann sich eigentlich keiner beschweren. Also es ist sehr, sehr bequeme Maus und beim Zocken, ja, da ist wirklich sehr angenehm, kann ich sagen. Verbindungsabbrüche oder dergleichen hatte ich natürlich auch in keinster Weise und ja, da Zocken macht einfach schon ziemlich Spaß damit. Was ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass die Basilisk V3 Pro natürlich auch eine Sniper-Taste hat. Eine Sniper-Taste für alle, die sowas noch nicht kennen. Sniper-Button ist ein Knopf, meist vor der Daumenablage, der bei Betätigung die DPI rapide senkt. Wenn ihr also zum Beispiel im Scope seid und ihr haltet die Taste gedrückt, könnt ihr mit einer viel, ja, ich sag mal, langsameren Geschwindigkeit weniger DPI aimen und das bringt, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, einen echten Vorteil, kann ich euch sagen. Hierbei muss ich aber der G502 von Logitech einen kleinen Pluspunkt gegenüber der Basilisk V3 Pro geben, denn die Taste ist bei dieser Maus etwas konfigurierbar. Das haben wir jetzt bei der Basilisk V3 leider nicht. Die Sniper-Taste ist bei der Basilisk natürlich auch vor der Daumenablage, ja, sehr gut zu erreichen, also für meine Handgröße auf jeden Fall. Jedoch habe ich nicht die Möglichkeit, den Knopf oder die Sniper-Taste etwas näher
oder weiter von mir wegzubewegen. Also gerade bei, na, wenn man jetzt sehr große Hände hat oder sehr kleine Hände, dann könnte man da eventuell ein bisschen Probleme haben. Interessanterweise, der Vorgänger von der Basilisk V3 Pro konnte das noch. Ja, da konnte man die Taste einfach mittels Magnet umtauschen, so wie auch bei der G502 jetzt bei der neuen. Das kann die Basilisk V3 Pro nun leider nicht mehr. Wie gesagt, für mich ist das jetzt kein unbedingter Minuspunkt, weil in meiner Benutzung ist das super, also ich kann es perfekt erreichen. Aber klar, mehr Anpassung ist immer besser, also individualisierbar. Und deswegen geht da der Punkt für mich ein bisschen an die G502. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die allermeisten mit der Basilisk V3 Pro dennoch keine Probleme haben werden. Die Taste ist sehr gut zu erreichen. Ja, aber gibt's nach dem ganzen Loop denn jetzt auch ein bisschen Kritik? Also so richtig Kritik gibt's von meiner Seite eigentlich nicht, wenn man den Preis mal ausklammert. Die Maus kostet UVP 180 Euro, was, finde ich, in Sachen Gaming-Maus jetzt so langsam echt den Rahmen sprengt. Und das ist leider noch nicht mal die Spitze des Eisbergs, wenn man die Dockingstation noch dazu nimmt. Die schlägt auch nochmal mit 100 Euro UVP an. Also seid ihr mit der Kombination aus den beiden bei 280 Euro für eine Gaming-Maus. Tut ganz schön weh. Ihr müsst manchmal, wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist aber, wäre echt eine geile Lösung, müsst ihr mal schauen. Ab und zu gibt es das als Bundle. Ich habe das auch nicht so regulär UVP gekauft. Ich hatte das in irgendeinem Bundle bei Razer. Da gab es 15% auf beides. Und ja, da muss man immer mal schauen. Also solche Angebote gibt es. Aber gehen wir jetzt mal von UVP aus und da sind 280 Euro. Das sprengt natürlich alles. Ja, schwieriges Thema. Ja, ist das denn jetzt gerechtfertigt? Also die Höhe vielleicht nicht unbedingt, aber dass die Basilisk V3 Pro in einer Preisrange spielt, die wehtut, wenn man sich jetzt mal vergleichbare Mäuse ansieht, kann ich das schon irgendwo verstehen. Man bekommt halt das Beste vom Besten, den besten Sensor, die besten Switches. Es ist wirklich so das Top-Notch-Modell von Razer, was man kriegen kann. Und das kostet natürlich Geld. Wenn man das Beste haben will, das kostet leider auch immer am meisten, ne? Ist klar. So, das war's von meinem Video zur Basilisk V3 Pro von Razer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Da freue ich mich sehr darüber. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.